So, hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien Espresso Talk. Und ihr seht es schon, hier ein Tee heute mal, kein Espresso, weil wir sind immer noch in der Türkei und deswegen Espresso Talk heute aus der Türkei. Es geht heute darum, wir haben eigentlich keine richtige Zuschauerfrage, sondern es gab auf Wall Street Online eine Diskussion über unser Webinar Kleine Konten. Und weil die Fragen darin, glaube ich, ganz interessant sind für alle, machen wir die heute mal hier im Video. Okay. Dann schieß los. Warum hast du für das Webinar Optionshandel für kleine Konten ein Konto genommen, was auf meinen Namen läuft? Kann die Firma sonst pleite gehen, wenn es nicht funktioniert? Also jetzt ist es rausgekommen, ne? Konto von meiner Frau genommen. Nein, warum haben wir das gemacht? Also als wir damals, das ist ja jetzt schon die zweite Auflage, und als wir das damals gemacht haben im Frühjahr, als wir dieses Webinar zum ersten Mal aufgelegt haben, haben wir gesagt, okay, wenn wir ein Webinar machen für kleine Konten, dann müssen wir natürlich auch ein neues Konto aufmachen. Es nützt uns jetzt nichts, wenn wir hergehen und sagen, wir machen da irgendwie ein 50.000er, ein 100.000er, ein 500.000er Konto, also die üblichen Konten, die wir zum Coaching nehmen. Haben wir gesagt, okay, machen wir halt einfach ein neues Konto auf, haben damals, glaube ich, so um die 3.000 Euro darauf gezahlt, dann nochmal, ich glaube nochmal 2.000 dazu, und haben ja dann gesagt, okay, und dann zahlen wir monatlich immer wieder was drauf, genauso wie wir es ja auch in diesem Webinar empfehlen, nämlich, dass man ein kleines Konto, wenn man es groß machen will, dass man es dann durch monatliche Sparbeträge groß bekommt. So, und als wir dieses Konto aufgemacht haben, habe ich einfach gesagt, okay, dann mache ich es eben auf deinen Namen auf. Es ist dann mal Geld, was vielleicht für unsere Kinder auch ist, ne? Also die können dann in 10 Jahren, haben sie dann ein großes Konto. Wie gesagt, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, wenn man dahergehen würde und würde sagen, man nimmt jetzt ein großes Konto. In unseren Coachings nehmen wir ja verschiedene Konten ab 50.000. Da haben wir 50.000er Konten, da haben wir 100.000er Konten, da haben wir 500.000er Konten. Alles echtes Geld, alles das, was wir normal auch machen. Aber für das hätte es natürlich keinen Sinn gemacht, jetzt so ein großes Konto zu nehmen. So, und die Frage, also es hat ja jemand geschrieben, ja, er nimmt das bestimmt auf den Namen seiner Frau, weil wenn er dann pleite geht oder wenn der Handel nicht funktioniert, kann seine Firma nicht pleite gehen. Also jetzt ganz ehrlich, das Konto ist 8.000 Euro groß. Selbst wenn jetzt alles schief gehen würde und das Konto würde komplett platt gehen, ne, und wir hätten es auf unsere Firma gemacht, ich glaube nicht, dass wir dann pleite gehen würden. Also 8.000 Euro, das entspricht nicht mal annähernd unseren monatlichen Lohnkosten, die wir allein in der GmbH haben. Also es muss sich keiner Sorgen machen, dass wir pleite gehen, und schon gar nicht, wenn mal so ein Konto irgendwie über die Wupper springen würde. Aber wenn ihr euch die Kontoentwicklung anschaut, wir können es ja nochmal einblenden, wir liegen seit Anfang des Jahres, glaube ich, ein bisschen was über 30% im Plus, und ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Also dein Geld ist sicher angelegt. Ich zahle es, dir gehört es. So wie es sein muss, oder? Danke. Bitte. Okay, nächste Frage. Sind 2% bis 5% Rendite im Monat erreichbar? Also 2-5% im Monat sind definitiv erreichbar, das haben wir ja auch mit dem Konto hier gezeigt, aber man muss natürlich das jetzt realistisch sehen. Du kannst sowas natürlich immer erreichen mit einem kleinen Konto. Also du kannst jetzt sagen, okay, du machst ein kleines Konto, und das Ziel von diesem Webinar ist es ja auch, dass man mal zeigt, wie man ein kleines Konto groß macht. So, und wenn man jetzt natürlich sagt, man hat schon ein großes Konto, und dann kann man natürlich diese Wertentwicklungen nicht mehr schaffen. Weil das Ding ist einfach, wenn wir jetzt sagen, gehen wir davon aus, wir haben jetzt ein 8.000er Konto. Wenn du 2-5% im Monat machen willst, dann musst du natürlich auch entsprechend aggressiv handeln. Und aggressiv handeln heißt auch, du kannst auch zwischendurch mal was verlieren. Und zwar auch ein bisschen mehr als normal. Also du kannst auch mal 20-30% verlieren. Wenn du jetzt sagst, angenommen, du hast ein 8.000er Konto und verlierst es 30%, dann sind das 2.400 Euro. Dann ist das zwar jetzt nicht unbedingt schön, aber jetzt auch durchaus verkraftbar. Weil 2.400 Euro, die kannst du dir ja wieder verdienen. Jetzt nehmen wir mal das ganze Konto mal 10, sind es 80.000. Wenn du jetzt 30% verlierst, dann sind es schon mal 24.000, die du verlierst. Da macht man sich schon ein bisschen mehr Gedanken. Und wenn wir das Konto noch größer machen, sagen wir 800.000, und du würdest jetzt mal innerhalb von einer Woche eine Viertelmillion verlieren, 240.000, das würdest du ja nicht machen. Also rein mental schaffst du das ja nicht, dass du sagst, von so einem riesengroßen Konto verlierst du plötzlich 30%. Und deswegen ist es immer so, dass kleine Konten kannst du viel, viel aggressiver handeln,
Und du kannst kleine Konten, oh, jetzt kommen ja die Mücken so langsam, du kannst kleine Konten viel, viel aggressiver handeln, du kannst die schneller groß machen, aber irgendwann wirst du ganz automatisch hergehen und wirst sagen, okay, weil der Wiederbeschaffungswert möglicher Verluste einfach viel zu groß ist, wirst du das Risiko rausnehmen und wirst einfach das Ganze kleiner machen, also das Risiko kleiner machen, und damit wird auch die Rendite automatisch runtergehen. Mal realistisch gesehen für einen Privatmann, was kann der auf Dauer machen? Wahrscheinlich so zwischen 1-2% im Monat. Also wenn er 2% im Monat auf Dauer schafft, das ist schon sensationell, ne? So Warren Buffett 19%, Soros 30% im Jahr. Mehr ist auf Dauer mit großen Konten definitiv nicht machbar. Braucht jeder bloß mal Prozentrechnung machen, ne? Wenn du 50% im Jahr hättest oder 30% jedes Jahr, rechnen dir das mal hoch, was da rauskäme. Also deswegen mit dem kleinen Konto, absolut realistisch, ab einer gewissen Größe definitiv nicht mehr erreichbar. Und warum bietest du überhaupt Webinare an, wenn der Handel so gut klappt? Ja, das ist ja die Diskussion, die es immer gibt, ne? Und das ist aber genau der Grund, auch was ich jetzt zuletzt gesagt habe, wenn du eben große Konten hast, dann wirst du einfach auch nicht mehr diese enormen Erträge machen. Also wenn du jetzt sagst, du hast von mir aus ein 500.000er Konto und du machst vielleicht noch, sagen wir mal, 12% im Jahr, dann sind das zwar 60.000 Euro, das ist zwar ganz schön, aber zum Leben finde ich das auch ein bisschen wenig, und deswegen haben wir halt diese Dienstleistung. Und es ist einfach so, das könnte man jetzt ewig lange Diskussionen führen, warum machen Trader überhaupt Webinare, warum machen sie Seminare und so weiter und so fort. Ich kann vielleicht zu dem Webinar hier nur eins sagen. Wir haben jetzt für das zweite Mal haben wir angeboten, dass alle, die schon beim ersten Teil mitgemacht haben, zu einem extrem günstigen Preis nochmal die Neuauflage mitmachen konnten. Und wir haben eine Wiederholungsrate von über 60%. Das heißt, 60% der Leute, die beim ersten Mal mitgemacht haben, machen jetzt beim zweiten Mal wieder mit. Kann also nicht so schlecht gewesen sein, und deswegen machen wir die Webinare, weil einfach die Nachfrage so gut ist und weil, das muss man auch fairerweise sagen, weil es natürlich einfach auch ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell ist. Wir verdienen damit gutes Geld, und ich finde es aber auch nichts Schlimmes dabei, dass wenn man was kann und es gibt eine Nachfrage, dass man das dann entsprechend anbietet, ne? Das machen viele Leute so, und das ist, glaube ich, so eine philosophische Frage, warum macht man das, aber warum hat ein Koch, der ein erfolgreiches Restaurant hat, warum hat er eine Kochschule, oder warum schreibt er Kochbücher, oder macht jemand, der ein erfolgreicher Sänger ist, warum macht er Werbung für eine Automobilmarke oder sonst irgendwas? Hallo, wir leben im Kapitalismus, da geht es ums Geldverdienen, und alles andere ist Sozialromantik und hat gerade an der Börse nichts verloren. Okay, also das war's für heute. Man sieht es auch, es wird, glaube ich, jetzt immer dunkler. Ne? Wir haben es, Tea Time ist schon vorbei, es ist schon hier 19 Uhr. Und deswegen, ich glaube, wir trinken jetzt unseren Tee aus. Und beim nächsten Mal, vielleicht machen wir noch eins hier, oder? Ja. Dann mal, wenn es ein bisschen heller ist. Viele Grüße aus der Türkei, bis zum nächsten Mal. Servus.